Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich freue mich auf diese Session. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting und ich mache seit Jahrzehnten Marketing und Vertrieb und das spezialisiert auf der IT-Branche, insbesondere Softwareentwickler von ganz kleinen Solo-Entrepreneur, Freelancer zu KMUs, die ein paar Mitarbeiter schon haben. Dort helfe ich zu skalieren oder auch ganz große Systemhäuser, denen unterstütze ich auch. Neukundengeschäft zu entwickeln und so weiter und so fort. Heute geht es um das Thema Datenquellen. Ein Thema, welches egal welcher Größe du dich gerade befindest, in welcher Größenordnung, als IT-Unternehmer super relevant ist. Und ich werde auch immer wieder gefragt, Daten, wo kriegst du die Daten her und diese ganzen Themen halt, ja, bezüglich Daten. Und es ist so easy, es ist wirklich viel, viel einfacher, als sich da die meisten Leute in den Kopf machen. Und ich möchte hier einfach mal so ein bisschen ein paar Ideen hier mal aufbringen. Und zwar, ich habe mir natürlich hierzu Notizen gemacht, weil das wird nämlich eine ganze Matrix. Also, grundsätzlich ist es so, dass wir, wenn wir von Null beginnen, wir beginnen jetzt einfach mal bei Null. Okay, wir starten mal bei Null. Das heißt, wir haben mal gesetzt im Fall, wir fangen jetzt ganz frisch an und haben Null Daten. Dann gibt es genau zwei Möglichkeiten, dass wir Daten in unzähligen Datenquellen, die es gibt, ich nutze in der Regel maximal ein bis zwei, wo ich weiß, das sind okay, gute Daten, ja, die sind relativ aktuell, relativ vollständig, ja. Und dort kaufe ich mir einfach Firmendaten ein. Wir sprechen hier vom B2B-Geschäft, das ist überhaupt kein Verbrechen, sich Firmennamen einzukaufen, ja, mit Telefonnummer, also in der Regel. Es ist die Zentralnummer, die du dann mit einkaufst, Größe und so weiter. Also müssen wir ein bisschen drüber sprechen. Also, okay, darüber sprechen wir jetzt nochmal ganz kurz. Was also wichtig ist bei der Datenqualität, Qualität ist, dass dabei ist der Firmenname, ganz klar. Firmengröße. Dann der Ansprechpartner, AP kürze ich mal ab. Dann Firmengröße mit Mitarbeiteranzahl, je nachdem, was du verkaufst und Umsatz. Dann Region, ja, also welches Bundesland und so weiter. Frankreich, wenn du den französischen Markt erobern möchtest und so weiter. Dann Branche, ja. Sind deine Kunden vielleicht Systemhäuser? Ja, bist du auf Partnersuche? Sind deine Kunden Maschinenbau und so weiter und so weiter? Und da gibt es ganz easy. Kannst du, zum Beispiel wir nutzen eine super geile Datenquelle online, wo wir einfach wirklich runterbrechen können, wirklich alles. Wir können da quasi durchfiltern, wir können sagen, wir wollen Maschinenbauer, die sind maximal, haben maximal 50 Millionen Euro Umsatz. Und kommen alle aus dem Bundesland Bayern. Dann filtern wir das, kaufen uns die Daten von der Plattform, fertig. Können losstarten. Ne? Easy. Wenn du wissen möchtest, welche Plattformen das genau sind, wo wir die Daten kaufen, bewirb dich einfach für ein kostenloses für eine kostenlose Potenzialanalyse, für eine Zusammenarbeit mit uns, mit mir. Okay, jetzt hat hier, mal angenommen, wir haben uns jetzt hier die Daten rausgefiltert, gekauft, und jetzt geht's los. Jetzt nehmen wir diese Raw Data, also ich nenne es mal gerne Raw Data, weil da ist ja jetzt noch kein Fleisch dran, ne? Das sind ja einfach nur Firmennamen und so weiter mit ein paar Größen, einfach nur so Raw Data eben. Dann gehen wir hier rein in LinkedIn. Na, das ist so der Prozess. Und unser LinkedIn ist natürlich idealerweise dann verknüpft mit dem CRM. Und das wiederum ist dann verknüpft mit einer Marketing Automation. Ja, das heißt, wir gehen mit dem Raw Data rein, suchen, okay, welche Kontakte gibt es auf LinkedIn. Die sprechen wir an, ja, über unser CRM. In der Regel mit Telefonakquise.
Und das ist so Telefonakquise Phase 1. Kalt, ja, ist erlaubt, ja, ist auf jeden Fall erlaubt. Dann hier, wenn wir hier über die Telefonakquise zum Beispiel Näheres herausgefunden haben, zum Beispiel eine E-Mail-Adresse, haben abgefragt, dürfen wir Ihnen eine E-Mail schreiben, dürfen wir Sie in unseren Newsletter damit einbinden, blablabla, ja, dann sind Sie hier drinnen, dann werden die hier bespielt, da fallen aber natürlich wieder welche raus, ja, die sich halt wieder abmelden vom Newsletter oder einfach nicht reagieren. Wir tracken hier. Hier passiert natürlich Tracking. Ja, ja, wir tracken, wer hat die E-Mail geöffnet. Ja, wer hat auf die E-Mail geklickt. Ja, den Link geklickt, na, für unseren Download etc. etc. Das geht in der Regel über HubSpot zum Beispiel. Ja, und so weiter und so weiter. Dann hier fallen natürlich wieder welche raus. Da gehen wir ins Remarketing. Remarketing Nummer 1. Ja. Dann hier bei der Kaltakquise fallen auch welche raus. Die sagen einfach, wir haben keinen Bedarf. Ja, da gibt es auch wieder feine Unterschiede. Es gibt diejenigen, die sagen von vornherein, hey, kein Bedarf. Ja, dann sind die hier quasi, dann nehmen wir hier die trotzdem ins Remarketing Nummer 2 rein. Ja, Remarketing 2, die aus der Telefonakquise. Remarketing 1. Die wir schon in der E-Mail-Liste haben, die sich auch wieder abgemeldet haben. Ja, da haben wir vielleicht auch schon mehr Daten. Und die kommen immer wieder hier rein in unser, ja, in diesen Kreislauf. Ja, da sage ich gleich noch was dazu. Dann gibt es hier nämlich LinkedIn 2. LinkedIn 2. Ja, die Sache ist nämlich die hier rausgefallen sind aus unserer Marketing-Automation. Und die hier rausgefallen sind, sozusagen aus der Telefonakquise, die gehen wir hier ins LinkedIn 2. LinkedIn 1 war sozusagen manuell, ja, recherchieren, verknüpfen, Ding raussuchen, Ansprechpartner und so weiter anrufen. Ja, anrufen und dann Marketing-Automation, Datenabfragen rein in die Marketing-Automation, möglichst viel automatisieren. Alles, was da wieder rausfällt, geht hier in wiederum ins LinkedIn rein. Das ist noch ganz wichtig. Das hier kann auch also Facebook sein, ja, oder Google, ja. Also, das ist egal. Social Media halt. Und ins LinkedIn 2, und das LinkedIn 2 ist dann bezahlte Werbung. Jetzt erst beginnen wir mit der bezahlten Werbung. Also hier CPC, Cost per Click, PPC, PPV, also Cost per View. Verschiedene Kampagnen kann man hier fahren. Da werden quasi die, mit denen wir schon mal Telefonkontakt haben, die unseren Namen schon mal gehört haben oder mehrmals, mit denen die schon mal in unserem Newsletter drin waren, wieder rausgefallen sind und so weiter und so weiter. Das heißt, Leute, die uns irgendwie schon mal einen Touchpoint hatten, ja, über Kaltakquise und so weiter, die ziehen wir dann erst rein in bezahlte Werbeanzeigen. Ja? Warum? Weil die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass die waren ja aus irgendeinem Grund, ja, Interesse oder aktuell nicht Interesse. Wie gesagt, hier bei telefonischer Kaltakquise unterscheiden wir dann nochmal die gesagt haben, ja, wir wollen einfach nie wieder was von euch hören. Die, mit denen wir schon mal einen Termin hatten. Ja? Also schaut euch bitte mein Video an zum Thema Akquiseprozess, Kaltakquiseprozess. Ne? Da gibt es unterschiedliche Stufen, ja? Erstcall, zweiter Call, kostenlose Analysegespräche und so weiter. Genauso wie du dich hier auch eintragen kannst für ein unverbindliches, bewerben kannst für ein unverbindliches Analyse, Potenzialanalyse oder Analysegespräch. Ja? Geht es hier eben genauso. Und dann geht das hier, ich mache jetzt mit einer anderen Farbe. Ne. Hier wird einfach orange. Orange ist die Farbe der Hoffnung. Ja, passend zu PPC. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Und hier geht das dann wieder. Das, was wir dann hier wieder abfangen, also die sich hier über bezahlte Werbeanzeigen wieder quasi bei uns melden, gehen dann wieder rein ins CRM, wieder in die Marketing Automation,
Ja, wenn sie sich quasi durchgeklickt haben, haben dann das Häkchen wieder gedrückt. Ja, ich will jetzt doch wieder in den Newsletter und so weiter. Dann gibt es hier die Telefonakquise 2. Na? Und so geht es immer weiter. Und dann fallen hier wieder welche raus. Und dann geht es wieder hier ins Remarketing. Ja, Remarketing Nummer 3, Remarketing Nummer 4. Und letztendlich ist es so eine Endlosschleife. Und ich erkläre gleich, warum das so wichtig ist. Es ist nämlich deshalb so wichtig, weil du letztendlich im B2B-Geschäft nie wirklich auf unendliche Ewigkeit sicher gehen kannst, dass eine Firma, die du natürlich vorher recherchiert und vorqualifiziert hast und so weiter und so weiter, dass eine Firma nicht doch irgendwann mal dich als Kunden benötigt oder dich quasi akzeptiert oder was auch immer. Das hat mehrere Gründe. Ich nenne jetzt ganz kurz mal ein paar Gründe. Der eine Grund ist die Fluktuation der Entscheider. Und da sind wirklich alle betroffen. Bis hin zu Geschäftsführern, IT-Leiter und so weiter. Es sind doch nie so schnell wie aktuell in der heutigen Zeit Entscheider und wichtige Stakeholder rotiert und fluktuiert in Unternehmen, wie es aktuell der Fall ist. Das heißt, du kannst dir nie wirklich sicher sein, wenn du heute ein Nein bekommst, ja, in der Kaltakquise oder in der E-Mail-Liste abgemeldet wurde, kann es sein, dass der ein paar Wochen oder Monaten die Situation schon wieder völlig anders aussieht. Also es war früher schon so, aber es ist aktuell immer noch mehr. Deswegen brauchst du auch insgesamt, und deswegen stocken auch alle IT-Systemhäuser und Dienstleister und so weiter ihre Vertriebs- und Marketing-Power enorm auf. Ja, gerade aktuell enorm investieren, weil einfach man diese zusätzliche Power benötigt, diese zusätzliche Vertriebs- und Marketing-Kapazität, um diese enorme, sich stetig steigende Fluktuation im Markt Schritt halten zu können. Ja? Weil du weißt ja, kannst ja sonst nie wirklich sicher sein, okay, vielleicht wäre da noch was gegangen, vielleicht wäre hier noch was gegangen. Und diejenigen, die da eben investieren, um Marktnähe zu schaffen, ja, an allen Potenzialen, die es da draußen gibt, ja, die werden am Ende halt eben sozusagen die Gewinner sein. Ja? Wir wissen ja alle, wie es ist. Ja? Das da draußen ist ein Wettbewerb. Ne? Und der zweite Grund, den habe ich jetzt vergessen, jetzt habe ich wieder einen Faden verloren. Na gut, hätte ich mir notieren müssen, siehst du? Habe ich mir nicht notiert. Der erste Grund war Fluktuation. Ach so. Naja, okay. Ist mir jetzt entfallen? Gut. Damit möchte ich das Video belassen. Auf jeden Fall ist es also schon ein ziemlich wichtiger, großer Grund. Ja, es ist diese Drehscheibe. Ja, dieser ewige Kreislauf. Ja, kein Bedarf. Ja, noch nicht Bedarf. Ja, morgen, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr. Und dann unterhältst du dich mit der gleichen Person oder mit der gleichen Firma und die Person gibt es schon gar nicht mehr. Und dann gibt es vielleicht noch gar keinen Nachfolger, sondern irgendeine andere Person, die jetzt da das regelt und dort die Fäden zieht. Und die sagt dir dann wieder was völlig anderes. Und dann gibt es wieder einen neuen Geschäftsführer irgendwie. Selbst in diesen Family Offices kommt plötzlich irgendwie die Tochter, die Nichte irgendwie plötzlich ganz oben hin und bringt völlig frischen Wind wieder rein. Und dann hast du vielleicht eine Firma, wo du versucht hast, 3 Jahre lang einen Auftrag zu bekommen. Ein völlig neues Gesicht. Ja? Dann wäre es ja schade, wenn du dann nicht wieder versuchst. Ja, deswegen ist es so wichtig, dass du hier immer wieder versuchst. Ja, am besten, du hast dann irgendwann mal eine Datenbank mit so ziemlich jedem potenziellen Kunden, den es da draußen irgendwo gibt, ja, im Markt. Je nachdem, wie groß jetzt dein Markt, weiß ich jetzt nicht individuell, wer du jetzt bist als Zuschauer, ja, wie groß jetzt dein Markt individuell ist. Es kann sein, dass er vielleicht regional ist. Viele Systemhäuser beschränken sich ein bisschen regional. Auf Bayern oder auf irgendeinem Bundesland oder so oder Regionen von 200-300 Kilometern, sowas, ne? Da ist es dann schon so, dass man irgendwann mal wirklich jeden potenziellen Kunden in der Liste bringen kann, weil unendlich viele Firmen gibt es da nicht. Dann gilt es eben, diese zu bespielen mit so ein bisschen so einem systematisch, mit so einer Systematik auch. Und ich weiß, dass viele sagen, naja, Thomas, das Ganze läuft ja genau andersrum.
Ja? Wir machen zuerst die bezahlten Werbeanzeigen, wärmen die Kunden auf und so weiter und dann und so weiter. Das ist ein System, welches sehr gut funktionieren kann. Es gibt auch andere Systeme, die vielleicht gut funktionieren können. Aber ich sage dir nur, dass mittlerweile und zunehmend an jedem einzelnen Tag, ja, der verstreicht, werden mehr und mehr Leute wach und nutzen die LinkedIn und andere Plattformen für bezahlte Werbeanzeigen. Das heißt, es wird immer teurer, der Wettbewerb wird immer stärker. Und egal, welche Werbetexter, welche Werbeanzeigenexperten du dir reinholst, ich kenne auch wirklich Facebook- und LinkedIn-Experten, die für mich arbeiten, die ich schon sehr lange kenne, auch mit denen ich befreundet bin, ja, Top-Leute. Und die können dann auch irgendwann auch nichts mehr machen, weil wenn es eben immer mehr gibt, die das auch immer besser machen, dann wird halt insgesamt ja, inflationär die Werbemöglichkeit der bezahlten Werbeanzeige eben aufgeblasen. Ja? Weil der ist dann wieder, der verzichtet gerne ein bisschen auf Marge, weil er den Kunden unbedingt langfristig geben will, geht er wieder mit dem Klickpreis nach oben, dann der und so weiter. Das, umso dünner wird die Marge und ja, es gibt dann wieder neue Geschäftsmodelle, es gibt dann wieder neue Produktmodelle und so weiter, wo man sich dann wieder mehr Marge schaffen kann, das zumindest versucht und so weiter. Aber ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass es nicht so einfach ist, für bezahlte Werbeanzeigen einfach Geld reinzuschmeißen und dann auch, oder auch organisch einfach auf den Social Media Kanälen einfach rumzuposten, ja, egal wie gut man das macht. Und dann entstehen ja automatisch Leads, ja, qualitative, hochwertige Leads und die auch dann sehr gut konvertieren. Und ein Video ja, habe ich gerade eben erst gemacht zum Thema Angebotserstellen. Wie wichtig ist, dass deine Angebote, die du raushaust, auch konvertieren, weil du ja schon so viel hier reingegeben hast an Energie und alles Mögliche. Wenn du jetzt halt noch das Video nicht gesehen hast zum Thema Angebotserstellung und wie du quasi, wenn all das hier erfolgreich war und du bist 2-3 Schritte weiter in der Angebotserstellung und möchtest Tipps dazu, wie du dein Angebot, mehr Angebote konvertierst, denn sind wir natürlich logisch, all das ist ja für die Katz, wenn du daraus keine Angebote generierst und diese nicht konvertierst, sprich deine Interessenten nicht in bezahlende Kunden konvertierst. Wenn dich das interessiert, dann findest du das Video genau hier. Ja, genau da findest du das Video. Klick da drauf und schau dir das an. Dann wünsche ich dir viel Erfolg und auf allen Wegen. Und wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, hier unten findest du irgendwo in der Beschreibung den Calendly-Link. Bis dahin, dein Thomas Klein, Happy Hunting. Ich verbeuge mich. Bye, bye.